wenn man sich wieder vertippt. Da, bei mir kommt jetzt was. Ha, das war das, was bei mir vorher kam. Lustig. Okay, ich mache das trotzdem nein, mal nein, neu. Nein, das ist was anderes. Ah, das soll ich nochmal neu nein, machen? Nein, da stand beim letzten Mal doch was anderes. Beim letzten Mal stand was ganz anderes zu mir. Okay, du hast Tribute von Panen übersetzt. Respekt. Überraschender, es wird dich kaum überraschen, dass ich das nicht gemacht habe. Und ich habe auch nicht die Bücher, die bin von Markus Susek übersetzt. Das finde ich aber sehr nett, dass mir sowas zugetraut wird, auf jeden Fall. Ich habe in Leipzig Anglistik und Germanistik. Hey, da stimmt sogar ein bisschen was. Ja. Eins stimmt. Ich habe einen Fakt gefunden, der stimmt. Ich habe zwei Fakten gefunden, die stimmen. Du hast den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen. Das ist leider kein Fakt, der stimmt. Ja, ne? Aloha und herzlich willkommen zu unserer kleinen subtropischen Folge. Wir schwitzen uns ordentlich einen ab unter unserem Dachgebälk, wo wir beide sitzen. Und wir haben uns für heute mal etwas anderes vorgenommen, als über Bücher zu reden oder übers Schreiben, nämlich über digitales Schreiben, wenn man so will, und zwar KI. Wir wollen ein bisschen mit ChatGPT experimentieren. Das ist ja jetzt seit einiger Zeit in aller Munde und da dachten wir, gesellen wir uns mit in die Riege. Derjenigen, die damit basteln und schauen mal, was das Programm denn so kann. Ob es in der Lage ist, Texte von uns einigermaßen zu reproduzieren, indem wir versuchen, so nah wie möglich, also so viel Information wie möglich einzuspeisen. Und ja, da hat die Alina uns einen Text mitgebracht. Ich habe drei kurze Gedichte dabei und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon in die Vollen und experimentieren mal ein bisschen und schauen, wie gut denn diese KI tatsächlich ist, ob die Sorgen, die da gemacht werden, berechtigt sind oder ob wir noch ein bisschen Schonfrist haben, bevor die KI die Literaturszene übernimmt. Jo, wollen wir mit einem von deinen Gedichten anfangen? Okay, dann. Welches? Dann fangen wir mal, ich würde sagen, wir fangen mit dem Schwersten an, inhaltlich oder thematisch, im Sinne von, es ist am kompliziertesten auseinander zu friemeln und dann arbeiten wir uns langsam zu dem vermutlich einfachsten vor. Okay. Meiner Meinung nach. Gucken. Gut. Das heißt, genau, dann gebe ich dir jetzt mal durch, was du suchen könntest, ne? Mhm. Okay. Also schreibe mir ein Gedicht. Oder? Ein modernes. Hermetisches. Hermetisches. Nicht gereimtes. Gedicht über zwischenmenschliche Beziehung. Beziehung, ja. Und nutze folgende Metaphern. Du machst es ihm schon sehr leicht. Ja, du wirst dich wundern. Ja, willst du folgende Metaphern? Genau. Metall als Sprache. Metall als Sprache? Ja. Und vielleicht noch die Strophenzahl eingrenzen, einfach damit es vielleicht nicht zu groß wird, wenn wir drei Strophen oder sowas. Okay. Drei Strophen. Okay. Damit willst du es versuchen? Damit wollen wir es noch versuchen. Dann schaue ich mal, was ich denn mit ChatGPTs Hilfe dafür einen Text kreieren kann. Go. Einen Moment bitte, er arbeitet wieder. Ja, soll er machen. Soll er mal machen. Ich hoffe, dass er nicht gerade überlastet ist. Oh ja, er macht was. Ich freue mich jetzt schon. Also, Ina, du kannst es ja jetzt noch nicht sehen, was er da macht. Flickst du mich, kann ich scrollen? Ich kann scrollen. Ich trage das Ganze dann mal vor. Mhm.
Eine Anweisung hat er zum Beispiel schon mal direkt ignoriert, das kann ich sagen. Ich kann mir auch direkt denken, welche das ist, und zwar das nicht gereimte. Nicht gereimt, richtig. Ja. Metall als Sprache, so kalt und hart, doch in zwischenmenschlichen Beziehungen ist es oft der Schlüssel zum Start. Es ist wie ein Magnet, das Metall, es zieht uns an und hält uns fest, doch manchmal wird es auch zur Qual. Doch wenn wir lernen, es zu verstehen, dann wird es zu einem Werkzeug, um unsere Beziehungen zu stärken und zu pflegen. Denn Metall als Sprache ist nicht nur kalt, es kann auch warm und liebevoll sein, wenn wir es mit Bedacht und Gefühl gestalten. So lasst uns lernen, die Sprache des Metalls zu sprechen und um unsere Beziehung zu bereichern. Denn nur so können wir uns wirklich verstehen. Schön, nicht? Darüber lässt sich diskutieren. Du guckst gerade so verzückt. Ja, es ist eher grausig amüsiert. Ja, also ich finde, man hört halt direkt raus, dass das halt ein Computer geschrieben hat. Volles Rohr. Also entweder das oder jemand, der sich halt wirklich ganz am Anfang befindet und zum ersten Mal versucht, irgendwas zu schreiben vielleicht. Also ja, also er hat auch, ich würde spontan sagen, er hat drei Anweisungen berücksichtigt. Das modern könnte man halt so sagen, im Zweifel. Also es ist jetzt weder irgendwie ein archaischer Stil noch ja, sonderlich experimentell, aber es fällt rein von der Wortwahl, ja. Zwischenmenschliche Beziehungen und Metall als Sprache, tatsächlich. Also. Ja, das schon. das finde ich sogar, die Metapher finde ich sogar. Ja. Metall als Sprache so kalt und also die erste Strophe könnte man fast gebrauchen. Ja, und gleichzeitig ist wenig versteckt. Es ist alles sehr direkt. Ne? Also es ist also hermetisches lese ich da zum Beispiel eben gar nichts raus. Und Metall als Sprache auch direkt, also es nutzt es als Metapher und er hat es aber halt direkt drin. Also so auch in dem Satz. Ja, du. Ja, genau. Also ne, naja. Er geht sofort in medias res. Ja, so kann man es auch formulieren. Ich würde sagen, ihm fehlt die Kreativität, aber okay. Ja, möchtest du noch einen Alternativversuch oder also? Ja, ist die Frage. Also man könnte jetzt wahrscheinlich das mit der Metapher ein bisschen genauer oder noch expliziter formulieren und ein bisschen differenzieren, was da noch alles rein sollte vielleicht oder mehr Wörter einpacken, die ich dann drin habe in meinem Original. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist. Wir können es ja einmal vielleicht noch versuchen und dann trägst du dein Original vor. Ich kopiere mal eben den Text, den wir schon hatten und dann sagst du mir noch einfach ein paar Wörter, die du drin hast. Okay, dann nutze folgende Wörter. Doppelpunkt. Dann noch irgendwie Stimme. Stimme. Wünsche. Wünsche. Haut. Haut. Haut kommt oft vor in deinen Texten. Entschuldigung. Ja, ich weiß. Lass mir das hier. Risse. Risse. Schwalben. Schwalben. Winter. 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 Kern. Kern. Und Wunden. So. Klingt nach rissiger Haut im Winter. So. Schauen wir mal. Das ist ein bisschen. Also es ist genau die gleiche Struktur wie im letzten Gedicht. Mhm. Wir haben auch wieder 5 Strophen, drei Verse. Ich weiß auch gar nicht, wie er auf den Trichter kommt. Also 3 Verse gestrichen, egal. Aber eine Vianelle. Wir haben ein paar andere Bilder. Geht allerdings genauso los wie beim letzten Mal. Metall als Sprache, so kalt und klar. Doch in zwischenmenschlichen Beziehungen ist es oft die Stimme, die uns wahr. Denn wie das Metall, so ist auch die Haut empfindlich und verletzlich zugleich. Doch wenn wir uns öffnen, wird sie zur Braut. Doch manchmal gibt es Risse, die tief und schwer unsere Wünsche und Träume zerstören und uns verletzen wie ein kalter Winter. Ah, das tut ja fast weh. Doch in diesen Momenten, wenn der Kern unserer Beziehung zu bröckeln beginnt, sind es die Schwalben, die uns wieder erinnern. Okay, das können wir sogar durchgehen lassen, so ein bisschen. Denn wie sie im Frühling zurückkehren, so können auch wir unsere Wunden heilen, wenn wir uns gegenseitig wiederkehren. Das klingt jetzt wie das Ende von der Predigt.
Ja, genau, Also es wird hier haben kitschig. wir jetzt sehr viele verrückte Stilrichtungen vereint. So ein bisschen, Gereimt, nicht ja. gereimt, frei. Sind denn alle Wörter drin? Also das ist das Einzige, was ich mir direkt Ja. zugetraut habe, dass er das gemacht hat. Also. Ja. Gut. Kann man so machen. Aber ich möchte dann jetzt doch ganz gerne das Original hören. Magst du es vorlesen? Metalle in deiner Stimme. Ein Klang nach Kupfer schlägt erschöpfte Wünsche in die Wände meiner brüchigen Haut. Seit Jahren verfuge ich die Risse mit sandigem Lehm. Darin nisten nun Schwalben, brüten über deine Worte. Im Winter ziehen sie gegossene Gleichgültigkeit aus dem verbrannten Kern, streuen mir Grünspan in die Wunden. Das ist ein wenig hermetischer, moderner, freier und ungereimter als das, was ChatGPT ausgespuckt hat. Nur ein klein wenig. Ein klein wenig, ja. Gut, also es kann ja nur besser werden, so nach dem Motto. Weil das war jetzt schon wirklich das Beispiel, wo ich dachte, ah, wird schwierig. Aber wenn es schon bei nicht gereimt schon scheitert, dann mache ich mir schon Sorgen, ehrlich gesagt. Also beim zweiten Versuch mit ein paar Wörtern mehr war ja zumindest mal so ein, zwei Sätze drin. Und ich dachte, okay, die könnte man einbauen. Aber das Ende war halt dann beim der zweiten Version auch wieder sehr kitschig. Also eben Predigt, wie du gesagt hast, ja. Also wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Aber gut. Dein zweites Gedicht. Genau, Ich dann bin hätte ich jetzt gespannt. auch wieder gesagt, also ein Schreiber im Gedicht, also wieder modern und frei. Aber wobei ich ja eh, oder halt, na gut, hermetisch ist es nicht. Vielleicht frei in freien Versen, mal so probieren. Statt nicht gereimt, Modernes vielleicht Gedicht hilft in es. freien Versen. Über die Rauhnächte. Oh, schön. Ich mag die Rauhnächte. Nicht. Meine Oma hat früher in den Rauhnächten nie Wäsche aufgehängt. Macht. Okay. Ja, vielleicht, Schreibst du Rauhnächte mit H oder ohne H? ohne. Ich glaube, es geht beides, aber ich bin nicht ganz hundertprozentig Ich sicher. glaube, Okay. das ist auch egal, die tauchen, also das Ja. Wort taucht explizit auch nicht Ah. im Text auf. Also Okay, naja. wunderbar. Okay. Es wird bei ChatGPT auftauchen, Ja, 100%. natürlich, deswegen. Genau, und mit ihrer Kälte und der Hoffnung der Menschen auf den Frühling. Und vielleicht noch vage irgendwie Vorhoffnung, so, also, oder Wagenhoffnung. Und ich vermute, eine Strophenbegrenzung können wir uns auch wieder sparen, weil das schien ja bis jetzt auch nicht funktioniert zu haben. Ich kann es versuchen. Wie viele Strophen? Also ich weiß nicht, fünf hätte ich jetzt mal gesagt oder vier. Nicht mehr als 4 Strophen, Ausrufezeichen. So. Schreibe ein modernes Gedicht in freien Versen über die Rauhnächte, Kälte und die Wagenhoffnung der Menschen auf den Frühling. Nicht mehr als 4 Strophen. So. Go. Okay, er arbeitet wieder. Einen Moment bitte. Okay. Das ist immer die schönste Zeit. Ja, Die die Rauhnächte Vorfreude. kommen drin vor. Die Rauhnächte kommen drin vor. Schauen wir doch mal. Aber diesmal schreibt er 4 Verse gestrufen. Okay. Und jetzt ist er bei Strophe 4. Na, na, ob er danach Halt macht? Vielleicht verwechselt er tatsächlich. Und er macht Halt. Und er macht Halt. Aber ich wollte schon sagen, vielleicht verwechselt er ja Strophen mit Verse oder so oder mit Zeilen, weil er vorher das davor mit drei gemacht hat und er gesagt drei Strophen. Das kann Aber das sein. wäre Das ja. heißt, er hat nicht sonderlich viel Ahnung von Lyrik. Nee. Gut, die Rauhnächte. Ne? In den Rauhnächten liegt die Kälte schwer, die Dunkelheit umhüllt uns wie ein Mantel. Doch in unseren Herzen keimt die Hoffnung mehr, dass bald der Frühling kommt mit seinem Strahlen. Die Tage sind kurz, die Nächte lang, das klingt wie aus einem Schlager. Doch wir wissen, dass es bald vorbei ist, denn der Winter hat nicht mehr viel Drang und der Frühling wird uns bald erlösen. Die Hoffnung auf das Neue, das Frische treibt uns an in diesen dunklen Tagen. Wir wissen, dass es bald wieder blüht und sprießt und dass wir uns auf den Frühling wagen. So lasst uns durch die Rauhnächte gehen mit der Hoffnung auf das Neue im Herzen. Denn bald wird der Frühling uns wiedersehen und wir werden wieder aufblühen wie die Kerzen. Oh. Oh. Hey, er hat nicht Herz auf Schmerz gereimt.
Herzen und Kerzen habe ich so noch nicht gelesen. Dann wäre ich jetzt aber raus gewesen. Tschüss. Obwohl doch, dicke rote Kerzen. Tannenzweigen Luft und dann auch Männlichkeiten nicht. Nee, komm, keine Herzen drin, Freunde im Lied. Nein. Naja, okay. Da war ja viel Amüsantes dabei. Da war wirklich viel. Eigentlich fand ich am schönsten, die Tage sind kurz, die Nächte lang, weil das klingt wirklich wie aus einem Ballermann-Schlager. Ja, das sind halt so Floskeln halt. Das ist, ja. Da können wir reden nachher mal über unsere Gedanken zu ChatGPT und Thema kreativem Schreiben. So, wenn wir durch sind mit unseren Amüsement. Ein kleines Wrap-up, okay. Ja. Willst du es hier auch nochmal versuchen mit mehr Wörtern oder geben wir es auf? Ich weiß es nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob mehr Wörter halt. Ich glaube nämlich auch nicht. Also man hat beim ersten gesehen. Also ich meine, ich glaube, das erste war jetzt ein bisschen, gut, zumindest original, komplexer. Aber das hat sich ja in ChatGPT jetzt nicht vehement unterschieden. Klar, die Wörter waren halt eingebaut, wurden ein bisschen umgestellt, aber ansonsten war die Aussage ja identisch, also hat sich jetzt nichts groß geändert. Von daher würde ich fast sagen, wir können uns die Arbeit sparen. Das glaube ich auch. Also er kriegt einen Versuch und außer er ist vollkommen, also ist total vollkommen daneben, das werden wir gleich noch sehen. Aber ja, ich glaube, wir möchten lieber das Original hören. Alles klar. 12 Nächte. Nach der Dunkelheit kommt Licht, wurde mir erzählt. Der Polarkreis schwankt, dreht sich um Mondjahre, um fallende Sterne. Gejagte Tage, niedergeritten von wilden Geisternächten, liegen tot im Schnee vor verschlossenen Toren. Die Glocken schlagen 13, stürzen alte Säulen. Du verkaufst Rauchware im fahlen Schein der Kerzen und sagst uns leise den Sonnenstand voraus, während wir im Schatten noch hungern und hoffen. Nach der Dunkelheit kommt Licht oder nichts. Das ist ein sehr schönes Gedicht, aber es sind auch Kerzen drin. Ja, aber in vollkommen anderen Zusammenhang. Den Fuß ziehe ich mir nicht an, vergiss lustig. Es. Lustig. Ja, ich weiß. Also es sind nicht die Kerzen. Wie hat er es nochmal geschrieben? Das Neue im Herzen, wir werden wieder aufblühen wie Kerzen. Aufblühen wie Kerzen. Naja. Also ich sag mal so, je nach Kontext könnte man das ja sogar irgendwo einbauen, dieses Aufblühen wie Kerzen. Aber das, ja, es ist wie vieles hängt vom Kontext ab und was sonst noch drumherum halt dann steht an Sätzen und Wörtern. Und naja. Ja, wie sagt man heutzutage nochmal gerne, es ist problematisch. Ich hätte da gerne ein Problem. Naja. Sehr schön. Hauen wir das dritte noch hin. So, weil jetzt wird es schon ein bisschen konkreter, sag ich mal. Unser Schreibe, ein wieder modernes, nicht gereimtes, freies Gedicht, das ist egal. Über den letzten Flug von Emilia Earhart. Das ist in der Anthologie drin. Das war in der einen Anthologie drin, genau. Emilia Earhart Pfannkuchen, oder? Genau, das wäre so, und auf jeden Fall vorkommen soll auf jeden Fall noch Werbung, Pfannkuchen. Werbung, Werbung, Werbung. Ja, sehr gute Anthologie. Werbesendung. genau, letzten Flug für Emilia Earhart und das Wort Pfannkuchen. Ich weiß nicht, wie man Earhart schreibt. Hilf mir mal gerade auf den Sprung. Ist da nicht irgendwo noch ein A drin? Wie Ohr und dann Hart. Ja. Mit T. Danke. Ich wusste, da war noch ein A drin, wo es nie reingehört. Ja, alles gut. Das ist ja. Genau, Emilia Earhart, letzter Flug und genau das Wort Pfannkuchen soll auch drin vorkommen. Einfach, das ist also, ne? Das ist ja schon sehr konkret, finde ich jetzt. Benutze das Wort Pfannkuchen. Also, schreibe ein modernes, nicht gereimtes Gedicht über den letzten Flug von Emilia Earhart. Benutze das Wort Pfannkuchen. Das gibt es bei molokoplusrecords.de. Da kann man ja mal reingucken. Ich glaube, da gibt es auch eine Leseprobe, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Liebe Zuschauer, bitte Leseproben und bitte diese Anthologie kaufen. Genau. Richard Brautigan war der gute Mann 1970, der geschrieben hat, der Emilia Earhart Pancake. I've been unable to find a poem for this title. I've spent years looking for one. Now I'm giving up. So, das war quasi die Vorausgabe, die Voraussetzung. Fand ich super. Also, ich finde es auch
Sehr schön. Und in der Zwischenzeit hat auch ChatGPT gearbeitet und einen sehr schönen Text ausgespuckt. Jetzt bin ich neugierig. Wollen wir doch mal hören, wa? Emilia Earhart, so mutig und stark, flog durch die Lüfte wie ein Vogel. Doch ihr letzter Flug endete im Dunkeln und ihr Schicksal blieb ein Rätsel. Sie flog über das Meer so weit und tief auf der Suche nach neuen Abenteuern. Doch dann verschwand sie wie in einem Schlaf und ließ uns zurück mit vielen Fragen. Man sagt, sie stürzte ins Meer wie ein Pfannkuchen. Doch niemand weiß, was wirklich geschah. Ob sie noch lebt oder für immer verschwunden, das bleibt ein Geheimnis bis zum heutigen Tag. Ich glaube, mittlerweile wäre sie tot, oder? Ich vermute auch eher, die müsste ja jetzt weit über 100 Abenteuer. Es gibt noch eine Strophe, das war so. Doch ihr Vermächtnis lebt weiter, denn sie war eine Pionierin der Luftfahrt. Eine Frau, die keine Grenzen kannte und die uns zeigte, dass alles möglich ist, wenn man es nur wagt. Schade, ich hatte gehofft, es endet mit einem Pfannkuchen. Irgendwie. Na ja, gut, Pfannkuchen war ja zumindest mal drin. Also er war schon drin, der war drin, der war drin. Und der ins Meer fallen wie ein Pfannkuchen ist die schönste Metapher, die ich seit langem gehört habe. Ah ja, also. Ich fühle mich heute wie ein ins Meer gestürzter Pfannkuchen. Also ich formuliere es mal so, es hatte mehr Bezug gefühlt zu einem Sachtext, also wo dann versucht wurde, irgendwo. Ja, also die Pionierin der Luftfahrt ist wahrscheinlich aus Wikipedia geliehen. Genau so Sachen. Und blieb verschollen. Es ist ein Rätsel, so ein bisschen. Also es könnte auch so eine N24-Doku sein. So ein bisschen. Also. Dann trage ich da auch mal schnell das Original vor. Würde ich sagen. Unbedingt. Wir wollen das unbedingt hören. Okay. Anywhere on Earth. Den Meridian durchbrochen, folgst du deiner Ideallinie, lässt den Tagesbogen hinter dir. Dein Leben umrundet von Taten, warst Mittelpunkt, dem Äquator gleich, die Luft geteilt, im Sinkflug aufgestiegen. Dir zu Füßen das Meer, kletterst du aus der Zeit in deine Erinnerung. Atmest ein den Salzgeruch, den Duft frischer Pfannkuchen, wie sie deine Mutter backte, hörst das Rauschen des Funkgerätes und dann nur noch das der Wellen. Ich habe mich ernsthaft gefragt, wie du das Wort Pfannkuchen wohl einbaust, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie das Wort Pfannkuchen in einem von deinen Texten wohl klingt. Das war ganz ehrlich auch das Schwerste an dem ganzen Text. Finde ich aber dann doch recht geschickt gelöst, auf jeden Fall, ohne da jetzt einen Wahnsinnsbruch reinzubauen. Ich meine, allein das Wort Pfannkuchen an sich ist schon ein Wort, was man nicht wahnsinnig ernst nehmen kann. Das war einerseits die Herausforderung und der Reiz an dieser Ausschreibung tatsächlich, weil mir hat das total interessant. Aber genau, das Wort Pfannkuchen, das finde ich auch schon kein schönes Wort, wenn es deswegen ist. Nicht wirklich. Nicht wirklich so richtig, ne? Ja, deswegen, also war das eh schon schwer genug, sage ich jetzt mal. Aber dann kam halt der Gedanke, ja gut, man kann ja mit Geruch arbeiten dann vielleicht und das kombinieren, ne? Letzter Flug, an was erinnert sie sich dann irgendwie beim Abstürzen oder so? Also ja, es ist jetzt auch kein Text, dass ich jetzt in 10 Minuten geschrieben habe. Also da saß ich dann schon ein bisschen länger dran. Also ChatGPT hat das innerhalb von, ja gut, er hat sich auch erst ein bisschen geziert. Vielleicht sollten wir sagen, lass dir Zeit oder so, vielleicht. Lass dir Zeit. Keine Hektik. Genau. Chill, Bro. Ja, okay. Das war ja, also Lyrik würde ich behaupten oder mal so frei raus sagen, nur nicht ganz bestanden, die Prüfung. Ja, also er war stets bemüht. Ja, genau. Also da gäbe es noch Potenzial nach oben. Oder aber ohne Witz, das klingt wirklich so wie Gedichte, die Schüler in der Schule bei so einer Schreib mal ein Gedicht, Aufgabe zu sagen. Ja, also 5. Klasse musst jetzt ein Gedicht schreiben. Aber ja. Die armen Kinder, die sich damit noch nie beschäftigt haben, auch kein Interesse dran haben vielleicht, dann die werden dann genötigt irgendwie. Also ja. Aber, gut. Das, da kommen wir nachher drauf. Ich hab ja schon mal ein paar Gedanken gemacht jetzt zu ChatGPT und beim Rumexperimentieren. Na gut. So, dann kommen wir jetzt mal zu Prosa, würde ich sagen. Und ja, ja. Genau. Und du erzählst mir mal, was ich hier eintippen kann. Ja, also das wird ja nur in Anführungszeichen ein Text, das ist eine Kurzgeschichte und deswegen werde ich dir am besten ein bisschen ausführlichere
Anweisung Ja, gleich schon geben, aber. weil ich habe es ja ein bisschen vorgetestet mit anderen Texten, muss ich zugeben, und er braucht schon sehr, sehr viel Instruktion. Okay. Also, schreib eine Kurzgeschichte mit dem Titel Nur die Fliegen nerven so. Ja, gut, Sag da Bescheid, kommt. wenn du es hast. Ich kann sie gerade nicht lesen. Okay. Also nur die Fliegen nerven so. Genau, richtig. Okay, gut. Ich werde Punkt. mich ein paar Mal vertippen, weil ich tippe viel zu schnell und viel zu falsch. Sie spielt im Sommer, es ist heiß. Am besten Punkt. Ich glaube, er kommt mit kurzen, knackigen Sätzen. Ja, hab Am schon besten Punkt klar. gesetzt. Am besten klar. Der Protagonist ist ein Mann, der von Fliegen geplagt wird. Und sie immer wieder jagt. Verjagt, oder? Oder was meinst du? Die immer wieder verjagt? Geh Oder? mal auf Jagd. Er geht ja auf die Jagd. Er geht mit der Fliegenklatsche jagt. Und sie immer wieder mit der Fliegenklatsche jagt. Stopp. Moment, Was ich habe könnten mich. wir noch einbauen? Vielleicht ein paar Wörter, ein paar Stichwörter. Benutze die Wörter Mittagessen. Spinat, Kartoffelpüree, Fischstäbchen. Ich überlege, habe ich das letzte Mal Püree geschrieben? Das ist echt schlimm. Die Stäbchen. Was nehmen wir noch? Was nehmen wir noch? Schön. Toaster. Kühlschrank, Mordinstrument, Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich sagen. Mutter. Na klar, nach Mordinstrument kommt Mutter. Das ist eine. Ja, ich glaube, das lassen wir dann erstmal an Wörtern. Und eine Einwand gibt es noch. Beende die Geschichte mit einem überraschenden Twist. Schreibe ich 200. Oh, da tut sich was. Es tut Da sich tut sich was. was. Spannend, spannend, spannend. Es lag wirklich an deiner Rechtschreibung. Das ist lustig. Sage ich jetzt einfach Den mal. Spruch habe ich von allen Lehrern meines Lebens gehört. Und jetzt von mir. Entschuldige, Frage an deine retraumatisiere. Rechtschreibung. Rechtschreibung und an deinen unleserlichen Schreiben. Ich habe eine Sauklaue. Sagen wir, wie es ist. So, okay, das ist gar nicht so lang, aber das wirkt auch wieder fast wie ein Gedicht, weil es so zwei-, dreizeilig ist hier. Na dann, also den Titel, den hat er geflissentlich ignoriert. Also es ist zumindest keiner vorhanden. Ach, Okay. warum auch? Es war ein heißer Sommertag und der Mann saß am Tisch und aß sein Mittagessen. Es gab Spinat, Kartoffelpüree und Fischstäbchen. Doch er konnte das Essen nicht genießen, denn immer wieder wurde er und sein Essen von Fliegen belästigt. Er griff zur Fliegenklatsche und begann, die Fliegen zu jagen. Doch es schien, als würden immer mehr kommen. Er war kurz davor, den Toaster oder den Kühlschrank als Mordinstrument zu benutzen. Zu zweiteren hätte ich Fragen, aber okay. Als plötzlich seine Mutter Einsperren. anrief. Hä? Okay, weiter. Als plötzlich seine Mutter anrief. Hey, wie geht es dir? Fragte sie. Ich werde von diesen verdammten Fliegen geplagt, antwortete er frustriert. Fliegen? Ach, da gibt es auch was von Ratiofarm. Nein. Ach, das ist doch Gute kein Bücher, gute Problem. Besserung. Ich schicke dir gleich eine Fliegenfalle vorbei, sagte sie und legte auf. Fragen, okay. Der Mann Mutter war. ist Problemlöserin. Ja.
Der Mann war skeptisch, aber er hatte nichts zu verlieren. Wenig später klingelte es an der Tür und seine Mutter stand vor ihm mit einem kleinen Box in der Hand. Das ist eine spezielle Fliegenfalle. Du musst nur den Deckel öffnen und die Fliegen werden von selbst hineinfliegen, erklärte sie. Er öffnete die Box und tatsächlich die Fliegen flogen direkt hinein. Er war begeistert und bedankte sich bei seiner Mutter. Doch als er am Abend die Fliegenfalle leeren wollte, traute er seinen Augen nicht. Statt Fliegen waren darin kleine Kameras. Seine Mutter hatte ihn die ganze Zeit überwacht. Er fühlte sich betrogen und wütend zugleich, doch dann erkannte er, dass er selbst schuld war. Er hatte sich so sehr auf die Fliegen konzentriert, dass er vergessen hatte, was wirklich wichtig war, seine Familie. Er rief seine Mutter an und entschuldigte sich. Sie lachten gemeinsam über die Fliegenfalle und versprachen, sich öfters zu sehen. Seitdem aß der Mann sein Essen in Ruhe und ließ die Fliegen einfach fliegen. Denn nur die Fliegen nerven so. Also ich muss sagen, den Twist mit der Kamera in der Box fand ich richtig gut. Den habe ich nicht kommen sehen. Ich absolut nicht. Und dann hat er ihn versaut. Und dann hat er ihn völlig versaut, oder? Ja, schon. Denn das Einzige, was wichtig ist, ist die Familie. Ja, jetzt schon ich nicht falsch, aber Mann. Ja, vor allem, das Einzige, was wichtig ist, ist die Familie. Jetzt habe ich automatisch die Stimme vom Schauspieler und Synchronsprecher Martin Kessler, wie er als Vin Diesel vor mir steht und sagt, die Familie ist wichtig. So aus Fast and the Furious. Genau so halt. Also, oh Gott, das ist herrlich. Ja. Also, der Twist, also der ist ja unerwartet. Wobei, also mit Kühlschränken werfen, okay, Respekt, wer das kann. Ich hätte da Probleme. Ja. Na gut. Das auf jeden Fall. Ich meine, vielleicht, also wenn man die Kühlschrankklappe mit viel Kavums schließt und es schafft, die Fliege dazwischen zu fangen dann, oder die Fliege auch nur einzusperren, erfriert sie dann? Ja, welche Temperaturen können Fliegen aus? Das ist eine Frage für eine zweite Kurzgeschichte. Auf jeden Fall, die aber dann bitte ChatGPT schreibt. Ich möchte ja, das ehrlich gesagt nicht. Ja, dann würde ich sagen, beglückst du uns doch mal mit dem Original, denn ich hege die Vermutung, dass die um einiges durchdachter ist. Formulieren wir es vorsichtig. Eventuell. Okay. Nur die Fliegen nerven so. Eigentlich war es ein schöner Sommer, dachte er und griff nach seiner Fliegenklatsche. Die mit dem blauen Griff, aber er hatte noch zwei andere, eine rote und eine schwarze. Wo die war, wusste er noch nicht mehr. Das kleine Tierchen hatte sich auf den Küchentisch gesetzt, direkt neben seinem Mittagessen, Spinat und Kartoffelpüree. Die Fischstäbchen waren verbrannt, als er auf der Jagd nach vier Fliegen gewesen war, die sich heimlich in die Küche geschlichen hatten. Eklige Biester. Deren wegen hatte er die Fischstäbchen wegwerfen müssen. Diese Fliege war die fünfte heute. Nur in der Küche. Vorsichtig hob er die Fliegenklatsche, verharrte einen Moment. Sayonara, flüsterte er und ließ die Fliegenklatsche unvermittelt auf das arme Tier niedersausen, drückte noch einmal extra zu, presste es zu Matsch. Zufrieden ließ er die platte Fliege sein und begann zu essen. Eigentlich war es ein schöner Sommer, dachte er, aber die Fliegen, die waren wirklich schlimm. Ein Schweißtropfen löste sich an seinem Haaransatz, rann seine Stirn hinab, um dann auf seiner Augenbraue hängen zu bleiben. Ein widerliches Gefühl. Er wischte den Tropfen mit dem Handrücken ab und schob sich die letzte Gabel Kartoffeln in den Mund. Schon wieder eine Fliege. Nein, zwei. Eine am Toaster, sich im durchs Fenster fallenden Lichtstrahl sonnend, eine am Kühlschrank. Er sprang auf, griff nach der Fliegenklatsche, an der noch die Reste von Fliege Nummer 5 klebten und machte der Toasterfliege den Gar aus. Die Kühlschrankfliege entwischte ihn, aber nur ganz knapp, sagte er zu sich, und das Biest würde schon noch sehen, wo es bliebe. Am Küchenschrank klebte neben einem alten Fliegenkadaver ein zerknittertes Farbfoto. Sommerurlaub in Sizilien. Meer, Sand, er und sie. Bevor sie die Koffer gepackt und sich mit einem fröhlichen Bye-bye davongemacht hatte. Er legte sein Mordinstrument an die Seite und öffnete das einzige Fenster in der kleinen Küche. Ein Hitzeschwall schwappte in den Raum, der die miefige Luft für einen kurzen Moment aufwirbelte. Er ließ das Fenster offen und trat in den kleinen Flur. Ein leises Summen drang an sein Ohr. Fliegen. Im Flur zählte er jetzt bereits 15, nein, 16, aber im Wohnzimmer war es noch schlimmer. Dort musste ein Nest sein, irgendwo. Vielleicht sollte er einen Fachmann rufen. Er ging zurück in die Küche, holte die blaue Fliegenklatsche und richtete ein Massaker im Flur an. 14 Opfer, stellte er befriedigt fest. Er ging ins Wohnzimmer. Er schlug schon an der Tür vier Fliegen. Am Fernseher saßen noch mehr. Die meisten fanden ihren Tod unter seiner Fliegenklatsche. Dann hatte er keine Lust mehr. Er legte das blaue Stück Plastik, das bereits in seiner verschwitzten Hand zu schmelzen schien, auf den Wohnzimmerschrank,
ging zum Sofa und setzte sich neben seine Mutter. Er schmiegte sich an sie, legte seinen Kopf auf ihre Schulter und fühlte, wie zu dem ganzen Schweiß auch noch eine einzelne Träne die Wange hinunterlief. Mutti, schluchzte er, seine Hände um ihre legend, die gefaltet in ihrem Schoß ruhten. Mutti, ich wünschte, du hättest diesen Sommer erlebt. Er ist eigentlich ganz schön, weißt du, nur die Fliegen nerven so. Dies war die Geschichte. Okay. Das Original. Ja, ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall durchdachter und in sich geschlossener. Ein wenig. Mutti, ja. Mutti kommt in ChatGPTs Geschichte ein bisschen besser weg. Ja, davon abgesehen, ja. Also, das und es flogen auch keine elektrischen Geräte. Es flogen keine elektrischen Geräte. Nee, also man merkt schon, ChatGPT fehlt es einfach das, was Menschen haben, nämlich Kreativität. Ja. Der Algorithmus, der kann halt doch nur das, was man ihm eingetrichtert hat. Also ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, wenn man jetzt einen Sachtext schreiben will oder so einen Wikipedia-Artikel, Lexikon-Eintrag, das kann er. Damit wurde er gefüttert, ne? Man muss abfragen, erzähl mir alles zur, keine Ahnung, zum Römischen Reich, theoretisch. Ne? Dann ja. Packt ihr quasi Wikipedia-Artikel, Lexika-Artikel aus. Vielleicht noch, also ja, bei Lyrik hat man es ja gesehen, also wenn es jetzt ganz simple Lyrik sein soll, ganz simple Prosa, klappt vielleicht auch noch. Aber ich bezweifle, dass das, also Stand jetzt zumindest, auch nur ansatzweise auf dem Niveau gelangen wird, dass quasi bekannte, renommierte Autoren, Autorinnen, ja, das ist quasi das auf demselben Level ist. Das wird schwierig. Zumal ChatGPT ja Unmengen an Informationen braucht und je mehr Informationen hat, desto näher oder so genauer wird es dann auch. Wo ich meine, wo wir es ja auch schon davon hatten, wenn man halt erstmal zwei Seiten Info eintragen muss, dann kann man es auch selber schreiben, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, wie es ist. Also es ist schon echt verrückt. Ich meine, ich könnte verstehen, wenn Leute es wirklich zum Recherchieren oder so nutzen. Ja. Aber halt, um die Arbeit dann quasi letztendlich zu machen, ist. Kann ich mir da echt nicht vorstellen. Also will ich so recherchieren kurz, aber da kann man auch den Wikipedia-Artikel theoretisch durchlesen. Also da ist man vielleicht einen Tick langsamer unter Umständen, ne? Wenn man jetzt halt, je nachdem wie kompakt ChatGPT das halt, also manche Wikipedia-Artikel sind ja elends lang. Ja. Und wenn ChatGPT das halt ein bisschen kompakter wiedergeben kann, okay. Bei anderen lohnt sich das wahrscheinlich gar nicht. Also, und ich fände es interessant, ob das funktioniert, wenn man jetzt eintreibt, okay, schreib mir eine kurze Geschichte im Stile von. Weil es gibt zum Beispiel, auch so ein AI oder künstliche Intelligenzprogramm für Bilder, Midjourney heißt das, glaube ich. Und da kann man das quasi machen. Also stelle mir ein Bild zu dem Thema irgendwie im Stile von Salvador Dali, ja, zum Beispiel. Stimmt. Und dann macht er sowas. Da ist es schon wieder ein bisschen fragwürdiger tatsächlich, vielleicht so ein bisschen, ob das dann schon Richtung, naja. Plagiat geht. Genau, also weil ich meine, das ist ja quasi wichtig, das ist ja, ja, wenn es um die Urheberrechte geht, Datenschutz und sowas, ne? Oder wie, weil das ist nämlich genau der Punkt, wenn es dann um so Sachen geht, dann ist es schwierig, weil bei Bildern sieht man das ja noch expliziter. Bei der Geschichte, wenn man es eintragen würde, schreibst im Stil von Hemingway, keine Ahnung, dann ist vielleicht ein bisschen versteckter. Das entdeckt man vielleicht nicht sofort, wenn man jetzt nicht gerade der absolute Hemingway-Fanatiker ist oder halt Professor, der sich damit beschäftigt oder so. Bei Bildern ist der Wiedererkennungswert höher. Nichtsdestotrotz wäre es auch die Frage, ob es dann trotzdem rechtliche Probleme gäbe, wenn man das halt in Schriftform macht, per künstliche Intelligenz. Von daher, und ich meine, man hat es ja gerade gesehen, also gerade bei der Lyrik, ich glaube, gerade die Möglichkeit, Wörter zu kombinieren, daraus Bilder zu produzieren, die es halt so im alltäglichen Sprachgebrauch nicht gibt, das wird halt nicht funktionieren. Also das zu reproduzieren als künstliche Intelligenz, da bräuchten wir wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte. Ja, was für uns ja reicht, also wenn die KI so weit ist, wenn der Deckel über uns zugeht, ich glaube, dann kommt es damit auch klar. Ja, ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das wird niemals passieren.
dass die so weit ist. Einfach weil sich die Prosa, die Lyrik, wollen ja auch weiterentwickeln. Ist ja nicht so, dass wir jetzt, dass die Menschen jetzt stagnieren irgendwie, da kommt auch was Neues dazu, da wird neue Ideen gesammelt. Klar, vielleicht nicht mehr so extrem, wie jetzt vielleicht vor 300 Jahren, wo das alles noch, ja, klingt jetzt auch falsch, wenn ich sage in den Kinderschuhen, weil Lyrik und Prosa gibt es ja schon ein bisschen länger als vor 300 Jahren, aber ne, also ja, der Gedanke ist, glaube ich, klar, worauf ich hinaus möchte. Im Endeffekt entstehen halt immer wieder neue Kunstformen. Wenn man mal überlegt, dass der Roman ja erst im 16., 17. Jahrhundert rum entstand, zum Beispiel. Also das ist halt eine Kunstform, die noch nicht so wahnsinnig alt ist. Und wenn ich jetzt überlege, was zum Beispiel digitale Medien momentan eröffnen, so hier diese ja, es ist nochmal Choice-Click, also diese Geschichten, in denen man selbst überlegt, wie es weitergeht, die gab es natürlich auch schon so in unserer Jugendzeit, sage ich mal, in Buchform, ne? Wo du dann an einer bestimmten Stelle im Buch weiterlesen musstest oder du musstest erst mit so einer Lochkarte so ein Rätsel suchen. Solche Geschichten halt, aber die sind natürlich jetzt mit den neuen Medien sehr viel einfacher umzusetzen auch, solche Sachen. Deswegen glaube ich schon, dass da auch immer wieder alleine Gaming zum Beispiel ist eine ganz eigene Form des Storytellings, das sich eben erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Ist richtig. Von daher werden da schon noch viele andere Sachen kommen und überhaupt, um solche Neuheiten zu entwickeln, denke ich, muss schon auch jemand dahinter sitzen, der dann die Idee hat. Ja, wobei, ich glaube, gerade so auch im Gaming-Bereich kann es ja schon sehr generisch sein, glaube ich, so je nach Genre. Also wenn man jetzt irgendwelche Rollenspiele, ist immer so ein bisschen das Schema F, sage ich jetzt mal, aber klar, auch da gibt es halt, da gibt es ja auch komplette Adventures und Rätselspiele, wo man ja wirklich sich die Zähne ausbeißt, weil das einfach so innovativ ist, so abgedreht. Also was kam jetzt letztens raus im Spiel, habe ich per Zufall gelesen, das heißt Stray, man spielt eine streunende Katze, muss Rätsel lösen. Das hat man, also man rennt halt nicht als Mensch rum, was man gewohnt ist, ne? Also mit zwei Händen. Nein, du musst Aufgaben ganz anders lösen. Du musst erstmal umdenken in deinem Kopf dann schon mal, wie, okay, wie macht das eine Katze in der Situation überhaupt? Wie kann die das machen? Das fand ich quasi auf die Steuerung angepasst. Ja, genau. Also wenn halt Sachen mit, man kann nur Sachen schieben, weil man halt nur Katzen hat. Und mit den Zehen kann man halt vielleicht was ziehen oder so. Also das ist schon, das fand ich sehr interessant tatsächlich. Also die Idee. Und das meine ich halt. Also so Sachen, also klar, das ist wieder Spiel, ist wieder ein bisschen ein anderes Medium als jetzt Schreiben, Bücher. Aber das Grundgerüst ist ja ähnlich, oder das Prinzip. Also man entwickelt was Neues, auch auf Basis von alten Sachen. Und ich meine, klar, ChatGPT und alle anderen künstlichen Intelligenzen, die werden sicher auch lernen, je mehr man sie mit Input füttert an diversen Texten, Sachtexten, Kunstformen, wie auch immer. Ich finde, man sieht es sehr schön an Übersetzern. Google-Übersetzer oder selbst DeepL, der halt einfach für Sachtexte schon sehr, sehr gut ist, aber bei Literatur halt immer wieder und wieder und wieder versagt. Und auch niemals hinbekommen wird, da bin ich mir auch relativ sicher. Weil die KI? Es sei denn vielleicht, das wäre vielleicht interessant, was ein DeepL aus einem Text machen würde, der von ChatGPT geschrieben wurde. Ja, okay, das wäre mal ein Experiment wert tatsächlich. Und gleichzeitig, ich meine, es ist zwar eine lernende KI oder lernender Algorithmus, aber auch nur mit dem, was er gefüttert wird. Er kann ja nur mit dem gefüttert werden, was gerade existiert. Das heißt, in dem Moment, wo er gefüttert wird und entwickelt sich auch schon was Neues, hinkt es eh hinterher, sage ich jetzt mal. Alles, wo es ans Interpretieren geht und an Wortspiele, an Emotionen, an Metaphern, Redewendungen, an Slang, ich weiß es gar nicht und alles. Das ist halt einfach, glaube ich, dieser Punkt. Ja. Oder ich vergleiche das immer so ein bisschen ganz, ne, ich meine, die meisten Leute kaufen ihre Trinkgläser und so günstig für 1 Euro bei Ikea, aber trotzdem gibt es halt noch Glasbläserkunst. Das ist richtig. Genauso wie Möbel. Komm. Ne, also Schreinereien existieren auch noch, obwohl die meisten Leute wahrscheinlich einschließlich mir und ich dir, ich weiß, ja. Man sieht es ja sogar. Kallax-Regale sind echt gut und so, ne? Aber trotzdem gibt es halt immer noch weiterhin Schreinereien und so. Nee, also ich würde auch sagen, also ich zusammengefasst kann man, glaube ich, wirklich sagen, also
alle entspannen. Wir können unseren Hobby, unseren Beruf weiter gewissentlich und voller Freude nachgehen. Wir müssen uns da keine Sorgen machen, dass wir ab morgen abgelöst werden von einem, ja, Roboter kann man ja nicht mal sagen, von dem Programm. Das wird so schnell nicht passieren. Und wenn bei der nächsten Folge hier eine KI euch grüßt, dann lag ich falsch, aber da gehe ich jetzt mal nicht davon aus. Von daher war das mal ein sehr lustiges Experiment. Als nächstes lassen wir ChatGPT dann ein Haiku über Fliegen im Stil von Hemingway schreiben. Ich glaube, der löscht sich selbst, aber okay. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir das für heute, das Experiment. Und ihr könnt euch schon auf die nächste Folge freuen dann auch. Da geht es wieder um das Schreiben. Und bis dahin könnt ihr euch ja ein bisschen selbst austoben bei ChatGPT, ein bisschen experimentieren. Schreibt einen Bestseller. Genau, die Ergebnisse gern bei uns dann hier unten in die Kommentare rein. Die klauen wir dann und machen daraus eine Anthologie oder so ähnlich. Mal gucken. Oh ja. Das wäre zumindest, also ich meine, es gibt schon Anthologien über Twitter-Kommentare und keine Ahnung was. Warum nicht ChatGPT-Experimente? Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Schreiben, Lesen und wir sehen uns. ChatGPT verarschen. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.